Ja, hallo allerseits. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Hier sind ja doch eine ganze Menge Leute auch online zusammengekommen zum Studieninfotag der Hochschule Esslingen. Ich gehöre zur Fakultät Wirtschaft und Technik und mache für die Fakultät Wirtschaft und Technik den Online-Teil. Mein Name ist Ben Marx. Ich bin der Dekan. Und was das ist, da können Sie sich mal mit auseinandersetzen, wenn Sie dann irgendwie an einer Hochschule sind. Ich möchte Ihnen ein bisschen die Studiengänge unserer Fakultät näher bringen und dazu gehören also einige Studiengänge, eine ganze Menge Studiengänge aus dem Bereich eben der Wirtschaft und der Technik. Jetzt muss ich erstmal hier mein Fenster wiederfinden. Ich habe die nämlich hier schon mal ein bisschen rausgestellt. Also zunächst mal, Sie kommen auf die Seite, wo unsere ganzen Studiengänge sind. Wenn Sie auf die Hochschulseite gehen, hochschuleesslingen.de, Hochschule hs-esslingen.de, um genau zu sein. Und dann sehen Sie das, was Sie hier jetzt im Hintergrund sehen. Und dort dann eben bei Studium. Und dann, wenn Sie Studienbeginner sind, dann fangen Sie normalerweise nicht mit einem Masterstudium an, sondern mit einem Bachelorstudium. Und dann kommen Sie also zu so einer Ansicht. Und auf dieser Ansicht habe ich jetzt schon mal ein bisschen rausgestellt, was die Studiengänge sind, die zur Fakultät Wirtschaft und Technik gehören und die ich Ihnen heute versuche, ein bisschen vorzustellen. Also Sie sehen schon, das sind eine ganze Menge. Hier erst vielleicht nochmal das gesamte Studienangebot auch der Hochschule Esslingen. Sie sehen, das sind eine ganze Menge an Bachelorstudiengängen allein im Bereich Technik. Von der Automatisierungstechnik bis zum Wirtschaftsingenieurwesen, hier also alphabetisch geordnet. Dann gibt es natürlich auch im Wirtschaftsbereich nochmal einige Studiengänge. Die liegen fast alle bei unserer Fakultät. Ich habe hier mit dem Kästchen die so hervorgehoben. Und weiterhin gibt es auch im sozialen Bereich fünf Studienangebote. Da kann ich aber heute relativ wenig dazu sagen. Da bin ich nicht so ganz der Experte drin. Ja, also diese Studiengebote, das ist eine leichte Doppelnennung, ja, Wirtschaftsingenieurwesen findet man hier und hier auch. Das ist nämlich ein Bachelor of Engineering. Das wäre vielleicht der erste Punkt, den man an der Stelle mal nennen könnte. Also wie ist die Gesamtstoßrichtung eines solchen Studiengangs? Da haben wir einerseits den Bachelor of Science und den Bachelor of Engineering. Diese Studiengänge, die Sie hier im Bereich Technik sehen, die schließen mit dem Bachelor of Engineering ab. Das sind also Studiengänge, die grundsätzlich auf eine technische Arbeit auch abzielen, wo das also wirklich ganz stark im Vordergrund steht. Das sind dann Tätigkeiten, ja, das kann sehr, sehr vielfältig sein, aber schon auch im konkreten Bereich der Produktentwicklung zum Beispiel, da haben die sicherlich ihr Hauptanwendungsfeld. Die anderen Studiengänge, die Sie hier unten sehen, das sind also interdisziplinäre Studiengänge, auch eine sehr wichtige Sache grundsätzlich, denn hier ist allerdings die Stoßrichtung etwas anders. Im beruflichen Leben werden Sie da eher nicht jetzt mit rein technischen, zum Beispiel Entwicklungsaufgaben oder sowas befasst sein, sondern eher mit Querschnittsfunktionen, Schnittstellenfunktionen vor allem. Wenn Sie in ein Unternehmen gehen, dann sehen Sie da natürlich sofort auch immer, ja, also es geht natürlich darum, tolle Produkte zu machen und auf den Märkten zu verkaufen. Es geht aber eben genau auch ums Verkaufen. Es geht darum, natürlich auch irgendwo Geld zu verdienen. Und deswegen ist es wichtig, dass man bei der Produktentwicklung zum Beispiel auch Budgets, Timing und so weiter im Blick behält. Und dafür ist also zum Beispiel auch ein Wirtschaftsingenieur oder ein technischer Betriebswirt zuständig. Ja, das wären also so die Hauptgruppen. Ich kann Ihnen auch gerne sagen, dass Sie also mich auch gerne jederzeit unterbrechen dürfen. Ich schaue mal gerade, Sie können gerne was zum Beispiel auf den Chat schreiben. Sie können auch gerne Ihr Mikrofon anmachen und was dazwischen fragen.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann Ihnen auch gleich sagen, ich nehme das auf. Ich nehme allerdings nur meinen Teil auf und den, also mein Bild, mein Ton. Sie werden nicht darin erscheinen, auch nicht zu hören sein. Und wenn eine Frage kommt, dann würde ich die gegebenenfalls wiederholen, damit die auch in der Aufnahme drinne ist. So, Fragen, Anmerkungen liegen aktuell nicht vor. Also gehe ich mal so ein bisschen in die Details der Studiengänge rein. Ich werde zuerst mal unsere Studiengänge Fakultät Wirtschaft und Technik. Wir sind eine ziemlich große Fakultät innerhalb der Hochschule. Die Hochschule gliedert sich in Fakultäten, wie so Abteilungen sozusagen. Da ist im Wesentlichen eine thematische Gruppierung drin. Und bei uns ist es ein bisschen speziell, weil wir ein recht breites Spektrum haben vom MBA, ja, das ist ein Master of Business Administration. Da ist die Technik nicht so stark ausgeprägt, auch wenn er bei uns eine technische Färbung hat, durchaus. Bis zum Beispiel Mechatronik-Studiengang, Mechatronik Plus, Mechatronik Com, der ausgeprägt technisch ausgerichtet ist und im Prinzip das gesamte Spektrum dazwischen. Es ist ja sowieso eigentlich die Situation, die es bei Ihnen so gibt. Also die Orientierung, die ist gar nicht so einfach. Also zu meinen Zeiten stand an dieser Stelle doch deutlich weniger. Und das hat irgendwo natürlich auch die Entscheidung etwas einfacher gemacht. Aber trotz allem ist das natürlich auch schön, dass Sie da so viele Auswahlmöglichkeiten haben. Wichtig ist natürlich auch, was man dann noch irgendwie bei der Auswahl in Betracht zieht. Also es ist ja nicht nur der Studiengang alleine, sondern auch noch weitere Faktoren, die dabei natürlich eine Rolle spielen. Dazu würde ich vielleicht noch mal ganz am Ende kommen. Jetzt erstmal zu den Studiengängen. Also der erste, der hier ja vermerkt ist, das ist die Mechatronik, ein ausgeprägt technischer Studiengang. Mechatronik ist ein Kofferwort, das sich aus Mechanik, Elektronik, Informatik zusammensetzt, und das Zusammenfließen dieser drei Disziplinen in der Produktentwicklung aufgreifen soll, eine sehr wichtige Sache, denn heutzutage ist es kaum noch vorstellbar, dass Produkte eigentlich so ganz alleine in nur einer dieser Disziplinen entwickelt werden. Den Mechatronik-Studiengang, den gibt es auf unterschiedliche Art und Weisen, nämlich als normalen Studiengang. Also jetzt müsste man natürlich wissen, was bei uns normal ist. Also normal ist, Sie studieren das Vollzeit, Sie kommen zu uns, Sie studieren das im Regelfall 7 Semester lang, und wenn Sie damit fertig sind, dann erhalten Sie von uns den Abschluss Bachelor of Engineering in Mechatronik. Es gibt zwei weitere Spielformen, die sind eigentlich der gleiche Studiengang, nennt sich Studienmodell. Eigentlich studieren Sie der Form nach Mechatronik, und in diesem Studienmodell haben Sie bei Mechatronik Com eine besondere Situation, dass Sie nämlich an eine Firma gebunden sind, die Sie dann aber auch finanziert. Das heißt, das geht so in die Richtung eines dualen Studiums. Sie sind in einer Firma, Sie sind dort angestellt, Sie haben natürlich dann auch bestimmte Urlaubstage, beziehungsweise der Umkehrschluss gilt, bestimmte Tage. Die anderen Tage sind dann auch kein Urlaub für Sie. Sie studieren. Wenn die Hochschule ihre freien Zeiten hat, dann arbeiten sie in der Regel auch in der Firma, aber sie bekommen halt auch eine finanzielle Unterstützung. Da erfolgt die Bewerbung tatsächlich nicht über uns, sondern über die beteiligten Unternehmen, und da wäre tatsächlich auch dann der Hinweis: Klicken Sie hier auf Mechatronik kommen und schauen Sie sich mal an, wie dort die Bewerbungsmöglichkeiten sind. Die sind anders als bei allen anderen Studiengängen. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Wir schauen uns an. Wir können nicht alle wirklich durcharbeiten hier. Dafür fehlt uns die Zeit. Wir haben ja nur eine halbe Stunde. Ich werde mal zwei Stück exemplarisch hier angehen, und dann steigen wir da ein bisschen mehr in Detail ein. Aber Sie können natürlich auf jede dieser Kacheln da draufklicken, und dann sehen Sie auch Kontaktdaten, zum Beispiel zum Studiengangkoordinator, und den kann man befragen und sich detailliertere Informationen geben lassen.
Mechatronik Plus ist wiederum ein Studienmodell, bei dem Sie nicht nur am Ende Ihres Studiums einen Bachelor of Engineering von der Hochschule Esslingen bekommen, sondern Sie bekommen zusätzlich noch einen Facharbeiterbrief und haben damit zwei Dinge in der Hand, die dann sicherlich auch nochmal dazu führen, dass Sie die Praxis nicht nur vertiefen in Ihrem Studium, sondern auch das durch einen Facharbeiterbrief belegen. Und das ist sicherlich auch ein großer Vorteil, gerade für diejenigen, die auch Lust haben, wenigstens mal in den ersten Berufsjahren auch noch etwas stärker praxisorientiert zu arbeiten, ist das sicherlich eine ganz tolle Wahl. Auch hier für die Details der Bewerbung einfach da auf die Kachel gehen und dort mal bei den Kontakten nachfragen, auch wie das genau funktioniert. Ja, ich habe jetzt tatsächlich hier, wenn ich die Liste durchgehe, alphabetisch, dann komme ich zum nächsten Sonderfall. Ja, wir haben auch NWT Lehramt als Studiengang. Da können Sie sich bei uns überhaupt gar nicht bewerben, sondern Sie bewerben sich an der Uni Tübingen. NWT, Naturwissenschaft und Technik, viele von Ihnen werden das ja als Fach irgendwie genossen haben, ist etwas, was man auch als Lehramt studieren kann, mittlerweile Gott sei Dank. Also man braucht dazu jetzt heutzutage nicht mehr Mathe- und Physiklehrer umschulen oder aufschlauen, sondern das ist ein eigenes Lehrfach, ein eigener Abschluss sozusagen. Und das wird allerdings als Universitätslehramtsstudium an der Uni Tübingen angeboten. Mit denen kooperieren wir aber, denn die Uni Tübingen hat an uns quasi die technikbezogene Ausbildung delegiert. Also Sie studieren einen Teil in Tübingen, den größeren, einen kleineren Teil studieren Sie bei uns und machen vor allem die technisch-praktische Seite am Campus Göppingen. Also, wen das interessiert, freuen wir uns sehr, wenn wir Sie dafür gewinnen können. Aber wie gesagt, die Bewerbung läuft nicht direkt über die Hochschule Esslingen, sondern läuft über die Uni Tübingen. Ja, und ich hatte da schon ein Stichwort auch gesagt, was zu beachten ist. Die Hochschule Esslingen hat drei Campusse. Schreckliches Wort, ich habe es extra nochmal nachgeschaut beim Duden. Das steht da so, immerhin nicht Campüsse. Also drei Campusse, einen in Esslingen in der Stadtmitte, einen in Esslingen oben auf dem Berg in der Flandernstraße und einen in Göppingen. Und die Studiengänge finden an unterschiedlichen Studienorten statt. Alle Studiengänge, von denen ich bis jetzt gesprochen habe, die finden am Campus Göppingen statt. Unsere Fakultät betreibt Studiengänge am Campus Flandernstraße und am Campus Göppingen. Mit der genannten Ausnahme, gerade eben NWT Lehramt, da ist natürlich ein wesentlicher Teil in Tübingen. Ebenfalls in Göppingen findet der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen statt, ein interdisziplinärer Studiengang, und wir haben beides im Programm. Wir haben Wirtschaftsingenieurwesen, aber wir haben auch technische Betriebswirtschaftslehre, sogar in zwei Spielformen an Bord. Und da kommt natürlich oft die Frage, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass beide zwar Studiengänge sind, die Technik und Wirtschaft interdisziplinär in sich vereinen, beide auch eine ähnliche Richtung fürs Berufsbild haben, nämlich eigentlich die Unterstützung eines mittleren bis großen Industrieunternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Einkauf bis zum Vertrieb, in allen weiteren Funktionen eigentlich auch, ja, technischer Betriebswirt oder auch Wirtschaftsingenieur, so quasi das Schweizer Offiziersmesser des Industrieunternehmens, sehr, sehr vielseitig einsetzbar, ist auch ein interessanter Punkt für die Studienwahl, also dass Sie hier auch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, während des Studiums, aber auch noch danach, weil sie eben nicht besonders festgelegt sind.
Der Unterschied, der liegt jetzt darin, dass da bei dieser Mischung zwischen Wirtschaftskomponenten und Technikkomponenten, und dann gibt es natürlich auch noch einen sogenannten Integrationsbereich, der nicht klar dem einen oder dem anderen zuzuordnen ist, also Mathe zum Beispiel braucht man für beides, dass dieses Zünglein oder das Gewicht, das Zünglein an der Waage da etwas unterschiedlich ausschlägt. Bei der technischen Betriebswirtschaft geht das etwas mehr in Richtung der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer. Bei dem Wirtschaftsingenieur geht das etwas mehr in die andere Richtung, in die Technik. Und daher gibt es auch beim Wirtschaftsingenieur, deswegen steht er auch hier in der Liste hier oben drin, da haben wir eben einen Bachelor of Engineering, während wir hier unten bei den, also beim Digital Business, komme ich auch gleich noch drauf, aber vor allem auch internationale technische Betriebswirtschaft oder einfach technische Betriebswirtschaft, die Automobilindustrie, da haben wir den Abschluss Bachelor of Science. Ja, aber es sind schon sehr, sehr ähnliche Profile, auch sehr, sehr ähnliche Einsatzfelder, die Sie nachher im beruflichen Leben haben. Ja, damit habe ich das nächste Stichwort jetzt schon gesagt. Wir haben hier den Bachelor of Science in Digital Business, ein ganz neuer Studiengang, fängt in Kürze an. Also ich trage Ihnen alle Studiengänge vor, die Sie entweder jetzt schon zum nächsten Sommersemester oder zum nächsten Wintersemester anfangen können. Und dazu gehören auch die beiden hier, Digital Business, Digital Engineering. Sie sehen ja schon am Wording, das ist irgendwie recht aktuell. Digital Business, hier geht es darum, digitale, Moment, muss man gerade hier umschalten, digitale Inhalte in, ja, letztendlich im Kontext der technischen Betriebswirtschaftslehre, gezielt anzuwenden. Also das Digitale ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil auch unseres, nicht nur des gesellschaftlichen, sondern auch des geschäftlichen Lebens, des betrieblichen Lebens. Und hier geht es eigentlich darum, ganz gezielt eben auch mit Daten umzugehen, aus Daten Nutzen zu ziehen, auf Daten, betriebliche Managemententscheidungen zu treffen. Das greift Hand in Hand mit dem nächsten Studiengang Digital Engineering, ist allerdings eher auf einer höheren Ebene im Sinne von auf einer höheren Abstraktionsebene, vielleicht etwas weiter weg von dort, wo die ursprüngliche Quelle dieser Daten ist, eher auf der Ebene, wo wir diese Daten verdichten, auswerten, so dass wir nachher auf dieser Basis eben auch Entscheidungen treffen können. Das nächste Stichwort, also dieser Studiengang, der läuft am Campus Flandernstraße, oben auf dem Berg in Esslingen. Und der Digital Engineering, der ist wiederum ein Bachelor of Engineering. Er hat einen etwas stärkeren Technikfokus jetzt auch und der läuft in Göppingen. Und da ist eigentlich die Gesamtrichtung ist relativ ähnlich. Es geht auch hier darum, dass wir uns mit den Daten auseinandersetzen, mit der Digitalisierung in den Betrieben, in der Industrie. Allerdings, wenn man so sagt, also da wir haben ganz unten irgendwo die Hardware und ganz oben irgendwo den Anwender, so sortiert man das in der Informationstechnik meistens ein, dann ist der etwas weiter unten oder deutlich weiter unten. Wir arbeiten hier in dem Bereich, wo diese Daten überhaupt erst entstehen. Also bei den Sensoren, bei den Rechnern, die diese Daten dann erstmal in relativ roher Form also gewinnen und dann auch aufarbeiten und dann im Prinzip eine gute Ergänzung bilden zu dem, was dann nachher im Digital Business damit gemacht wird. Auch ein Studiengang, der jetzt neu aufgebaut wird, im nächsten Jahr erstmalig startet, mit sehr engagierten Kollegen. Das kann man nicht für die gesamte Breite der Fakultät sagen, aber hier kann ich vielleicht extra noch mal eine Lanze brechen. Digital Business, Digital Engineering, die sind auch gemeinsam entwickelt worden von zwei Kollegen, die sich da wirklich ganz besonders toll engagieren und wir sind dabei, wirklich auch mit nicht unerheblichen Mitteln auch zum Beispiel neue Labore auch aufzubauen, um diesen Studiengang dann auch zu unterstützen. Denn das ist bei uns eigentlich eine Besonderheit, dass wir so eben auch diese praktische Komponente so sehr stark drin haben.
Ja, zu internationale technische Betriebswirtschaftslehre und Entschuldigung, Betriebswirtschaft und technische Betriebswirtschaft, Automobilindustrie, habe ich schon ein paar Worte gesagt. Sehr ähnliches Setup eigentlich wie beim Wirtschaftsingenieurwesen. Die Unterstützung der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette, Aufgaben wie technisches Projektmanagement und so weiter, wo nachher ein gutes technisches Produkt rauskommt, aber bitte on time, on budget und so. Ja, auf diese Sachen muss man eben auch immer achten. Internationale technische Betriebswirtschaft richtet sich eben stärker auch auf internationale Märkte aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich eigentlich durch die gesamte Fakultät, durch alle unsere Studiengänge zieht, aber hier natürlich besonders im Vordergrund steht. Wenn Sie solche Tätigkeiten haben, wie ich sie gerade für Wirtschaftsingenieurwesen und technische Betriebswirtschaftslehre beschrieben habe, dann ist es so, dass wir Moment, dass wir natürlich hier einen sehr starken Aspekt auf Internationales haben. Ja, also unsere Industrieunternehmen mittlerer, größerer Art, die arbeiten halt nicht alle nur hier im Neckartal, sondern die sind natürlich weltweit unterwegs und die haben auch weltweite Operations mit Werken und so weiter. Und da ist eine internationale Erfahrung sehr wichtig. Bei Automobilindustrie ist natürlich auch Internationalisierung ist überall wichtig. Da ist aber ein besonderer Fokus auf die Automobilwirtschaft, auf die Automobilindustrie eben auch konkret gegeben. Und ja, diesen Wirtschaftsingenieurwesenstudiengang, der hier jetzt nochmal steht, den habe ich ja schon genannt. Ganz kurz, ich schaue mal gerade, ich habe hier, glaube ich, ein bisschen was auf dem Chat. Wirtschaftsingenieurwesen ist die Frage. Wo studiert man das? Das studiert man in Göppingen. Und wie viel vorher muss man sich für das Studium bewerben? Okay. So, alles klar. Hier poppen ab und zu mal ein paar Sachen auf. Bewerbungszeiträume sind auf der Webseite ausgewiesen. Gehen Sie da am besten mal auf Zulassung. Ich klicke auch mal hier ein bisschen rum. Ja, also wenn ich hier jetzt zum Beispiel mal gehe zur internationalen technischen Betriebswirtschaft, dann sehen Sie das hier, dass eben zum Beispiel hier auch immer so ein Reiter ist, Bewerbung und Zulassung. Also Sie haben hier erstmal den allgemeinen Teil. Was ist das für ein Studiengang? Worauf zielt er ab? Was macht man da? Hier gibt es je nach Studiengang noch etwas unterschiedliche Sachen, wo Sie uns auch mal treffen können auf einer Messe. Es gibt Videos zu den Studiengängen, aber auch mitunter zu einzelnen Veranstaltungen, komme ich sofort drauf. Daten und Fakten, wann kann ich da überhaupt anfangen zu studieren? Bei Bewerbung und Zulassung. Über Hochschulstart. Das ist also, je nach Studiengang kann das etwas unterschiedlich sein. Und zu den Bewerbungsseiten zum Bachelorstudium kommen Sie auch über diesen Link und da sehen Sie auch, wann die Fristen sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Wintersemester anfangen wollen, sich zu bewerben, dann ist, glaube ich, die Bewerbungsfrist der 15. Juli. Aber wie gesagt, die wirklich verbindlichen Informationen entnehmen Sie da am besten aus der Webseite. Guck gerade mal, ob noch andere. Genau, okay, alles klar. Dann danke für die Fragen. Weiter hier jetzt nochmal in der Webseite. Da haben wir hier also auch noch eine wichtige Sache. Wir haben hier diesen Modulplan, da können Sie also sich jetzt anschauen, was macht man denn da alles so? Ja, im ersten Semester Wirtschaftswissenschaften, okay, schaue ich mir mal an und da kann ich sofort sehen, was da alles so drin steht. Das ist ja eben sehr wichtig, dass Sie da auch Ihren Neigungen da ein bisschen nachkommen. Und es gibt also so wie hier bei Mathematik 1, Statistik eben auch Videos. Das zeige ich jetzt hier nicht, das bin ich mir sicher, dass Sie das selber schaffen. Wir haben also versucht, eben für unsere Studiengänge hier auch für die einzelnen Module. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen mehr drin an Videos und so weiter. Da können Sie eben auch noch Videos anschauen, wenn Sie auf dieses Kamerasymbol da draufklicken und dann auch mal zum Beispiel sehen, welche Dozentin, welcher Dozent macht denn das und wie sind die so drauf, wie stellen die ihr Fach vor. So. Ganz wichtig auch an dieser Stelle, Sie haben jeweils auch dann bei den
Moment, jetzt bin ich hier etwas wieder verrutscht. Moment, muss ich hier nochmal zurück. Das wieder klein machen. Na, Studium. Und gehen wir nochmal hier hin. Okay, das war das. So, und allgemeine Information. Also hier steht meistens auch irgendein Zulassungsamt. Und was Sie hier eben auch sehen, ist also, dass da auch jetzt zum Beispiel mit Frau Laing-Nepustil auch die Studiengangkoordination steht, Studiengangkoordinatorin in dem Fall, die Ihnen da auch weiterhelfen kann. So, jetzt ist, Sie sehen also, es sind sehr viele Studiengänge. Wir haben noch 5 Minütchen. Ich würde Sie bitten, gerne also Ihre Fragen natürlich auch noch zu stellen. Und wenn Sie noch was auf dem Chat schreiben wollen oder etwas sagen wollen, dann machen Sie das bitte gerne. Ich schaue jetzt mal, also ich sehe hier nichts Neues. Okay. Ja, die Mindestabi-Durchschnitte. Also es gibt, also ein formal ist eigentlich ein NC. Also die Frage ist quasi, welche Noten brauche ich, um studieren zu können. Formal ist ein NC eine Schnittnote, ja, die vorab festgelegt ist. Sowas haben wir eigentlich nicht. Also wir sagen nicht von vornherein, Sie müssen mindestens eine 2,2 haben. Allerdings, Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Was piepst hier so komisch? Okay, wer weiß. Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die haben ja relativ kleine Gruppen. Deswegen haben wir schon eine Menge von Leuten, die wir zulassen. Und diese relativ wenigen Plätze müssen wir natürlich auf die Bewerber dann auch verteilen. Und deswegen ist es halt so, die Studierenden werden, die Bewerber werden nach Zulassungsnote in eine Reihenfolge gebracht. Und sobald diese Reihenfolge eben dann, also die wird dann abgearbeitet, bis so viele Plätze da sind. Ja. So, aktuell, jetzt interessiert Sie natürlich, komme ich rein, komme ich nicht rein, kann ich Ihnen jetzt tatsächlich auch nicht genau sagen. Irgendwie habe ich hier eine fürchterliche Rückkopplung gerade drauf. Ich muss mal schauen, ob irgendjemand sein Mikrofon auf hat, der es nicht aufhaben sollte. So, hilft das weiter? Nee. Okay, naja. Momentan ist es so, dass die Bewerbersituation aus Sicht der Bewerber relativ entspannt ist. Also bei den meisten unserer Studiengänge kommen sie, also mindestens im Sommersemester, wo die Nachfrage etwas geringer ist, weil ja da die Schulen nicht abschließen, etwas, da kommen sie mit relativ großer Wahrscheinlichkeit in den meisten Studiengängen rein. Sie können beim Zulassungsamt eine orientative Note oder auch bei den Studiengangkoordinatoren sich abholen. Aber wie gesagt, von vornherein können wir das ohnehin nicht sagen. Ganz allgemein kann ich Ihnen sagen, es gibt aktuell im Land Baden-Württemberg viele Studienplätze, genau noch so viele wie auch vor 3, 4 Jahren. Und da hat aber die Bewerberzahl, Leute, die insgesamt einen Studienplatz suchen, hat abgenommen. Also dadurch hat sich die Situation für sie auf jeden Fall entspannt. So, jetzt weiß ich nicht, warum ich hier diese doofe Rückkopplung habe. Ich guck mal, da gibt es noch was auf dem Chat. Okay. Gibt es Vorteile, wenn man eine abgeschlossene Ausbildung hat? Oh, Moment, ich muss der Reihenfolge nachher vorgehen. Entschuldigung. Also der NC, das hatte ich geklärt, so gut es ging. Ja. Gibt es auch einen Marketingstudiengang? Nicht bei uns. Ja, da müsste ich Sie tatsächlich an eine andere Hochschule verweisen. Allerdings, Marketing ist ein elementarer Studienbestandteil bei zum Beispiel den, ja, also insgesamt bei den Studiengängen, die interdisziplinär sind. Und weiterhin haben wir, ja, also Marketing gibt es dann auch noch in einigen Masterstudiengängen. Okay, was haben wir noch?
Weiterhin abgeschlossene Berufsausbildung. Ja, da gibt es Vorteile. Und zwar Vorteile dahingehend, also je nach Studiengang kann es einen Vorteil geben, dass Ihnen bei der Zulassungsnote 0,2 abgezogen, sprich, dass Sie dadurch besser werden, wenn Sie eine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung haben. Das kann Ihre Bewerbungschancen dann verbessern. Wie viel Mathe ist drin? Es kommt jetzt darauf an, wie viel Mathe definiert. Ja, Sie können aber hier eigentlich sehr schön sehen. Hier kommt auch noch beim Digital Engineering kommt in Kürze auch noch diese Studienmatrix rein. Da können Sie aber auf jeden Fall auch schon mal zur Not. Hier steht auch noch kein Name. Wie gesagt, ist noch ganz, ganz frisch. Da können Sie auch gerne an unser Fakultätssekretariat schreiben und wir lassen Ihnen mal die Präsentation dazu zukommen, solange das da noch nicht drinne steht alles. Aber im Grunde geht das so in eine ähnliche Richtung mit der Mathe wie auch bei technischer Betriebswirtschaftslehre. So, und dann wann beginnt das Wintersemester? Formal beginnt das Wintersemester zum 1.9., aber der Vorlesungsbetrieb, der beginnt etwas später, nämlich normalerweise so die letzten Septembertage. Da geht es normalerweise los im Wintersemester und das Sommersemester normalerweise so um den 15. März herum. Okay, wir sind am Ende der Zeit. Oh, gibt es zu den Studiengängen auch immer einen Master? Also nicht unbedingt 1:1. So ist das auch nicht unbedingt gedacht bei uns. Also ein großer Unterschied zwischen Uni und Hochschule für angewandte Wissenschaften ist, dass unsere Studiengänge, unsere Bachelorstudiengänge, ja, berufsqualifizierend ausgerichtet sind. Und das bedeutet, Sie können damit unmittelbar arbeiten gehen. Und das wiederum bedeutet, nicht jeder will danach auch einen Master machen. Und wenn man einen Master machen will, dann kann man sich ja auch auf jeden Fall nochmal hier oder dorthin orientieren. Manche machen das dann woanders, manche machen das bei uns. Und wir haben schon einige konsekutive Masterprogramme im Angebot. Smart Factory zum Beispiel. Wir bekommen, also wenn Sie fertig wären bei uns, dann hätten wir auch einen im Bereich Wasserstoffwirtschaft, Systems Engineering. Also da ist einiges drin. Allerdings, wie gesagt, nicht jeder, der bei uns fertig wird, sucht auch automatisch den Master. Und manche suchen aber auch vielleicht dann den Master an der Uni. Auch das ist durchaus möglich und gehen dann noch ganz andere Wege. Da ist alles möglich. Doch nochmal ganz allgemein. Ach so, genau. Gibt es Fakultätspartnerunternehmen? Ja, wir haben also sehr starke Industriebezüge und arbeiten sehr eng mit Unternehmen zusammen. Aber also einzelne Unternehmen, ja, da kann man sicherlich mal irgendwo auf der Hochschulseite steht das sicherlich irgendwo auch. Wir haben ganz viele Unternehmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, auch viele gerade regionale Unternehmen, auch viele große Unternehmen, also sei es Bosch und Daimler, arbeiten wir natürlich eng mit zusammen. Wir arbeiten aber auch eng zusammen mit den kleineren regionalen Unternehmen. Sei es Unternehmen wie Klemann, Endres und Hauser. Ja, Ebersbecher ist ja jetzt schon wieder nicht mehr bei den kleineren Unternehmen dabei und haben mit denen auch viele Kooperationen, auch zum Beispiel im Projektbereich, auch im Forschungsbereich. Abmachungen, wo also direkt was fertig abgemacht ist, zum Beispiel in Richtung Werkstudent, haben wir nicht. Also das muss man dann immer individuell machen. So, und dann kann man mit einem Bachelor an einer Uni seinen Master abschließen. Das kann man machen, jawohl. Also Bologna brauche ich Ihnen ja schon gar nicht mehr erzählen. Das ist ja für Sie schon kalter Kaffee. Also mit dieser Reform, wo es jetzt also Bachelor und Master gibt, ist es so, dass also ja auch abgezielt wurde darauf, auch die Durchlässigkeit zwischen den Bildungssystemen und auch die internationale Durchlässigkeit zu stärken. Und da ist im Prinzip so der Euro der akademischen Leistungen eingeführt worden, der ECTS-CP, der European Credit Transaction System Credit Point. Ja, diese Module, die Sie da sehen, die sind immer
jeweils bei den meisten Studiengängen, die wir haben hier, ich gehe nochmal auf den hier zum Beispiel, Studienverlauf, das sind im allergrößten, also meistens sind das Module, die haben 5 Credits. Ein Semester hat auf jeden Fall 30 Credits und bei uns haben Bachelor 210 Credits. Ja, mit 300 Credits, das ist die Oberkante für einen Master. Also müssten Sie mit unserem Bachelor noch mal 90 Credits, 3 Semester noch mal dazu studieren. Mit dem Uni-Bachelor, der nur 180 Credits normalerweise hat, müssten Sie dann noch mal 4 Semester weitermachen. Und ja, Sie können damit an eine Uni gehen und dort einen Master machen. Das ist durchaus möglich. Da haben wir auch eine ganze Menge Fälle, die das schon gemacht haben. Allerdings, Sie müssen dann, und da können Sie sich auch während des Studiums bei uns beraten lassen, Sie müssen dann natürlich darauf achten, dass Sie die Zulassungsvoraussetzungen des individuellen Studiengangs, den Sie da gerne machen wollen, erfüllen. Ja, also das kann zum Beispiel sein, dass Sie jetzt ans KIT gehen wollen und sich da einen bestimmten Studiengang ausgesucht haben und der sagt Zulassungsvoraussetzung 30 Credits Mathe. Und dann gucken Sie hier in unseren Studienplan rein und stellen fest, ja, oh, das sind aber nur 20. Und dann können Sie zum Beispiel, wenn Sie das ja schon vorher wissen, ja, ein Jahr, anderthalb vor Ende Ihres Studiums, können Sie dann noch Zusatzfächer zum Beispiel bei uns belegen, um sich gezielt dafür bereit zu machen. So, ich hoffe, auch die Frage ist beantwortet. Ja, ich würde Ihnen dann noch ans Herz legen, wir haben noch ganz viel weiteres Material, auch hier zum Beispiel bei Wirtschaft und Technik Fernsehen. Ja, die Abkürzung ist ja allseits bekannt und da sind also ganz, ganz viele Videos zu allen möglichen Zeugs. Da können Sie auch schon mal ein paar Dozenten und auch einige Studis mal kennenlernen, die da auch schon Sachen gemacht haben. Da sehen Sie, was bei uns so läuft und die ganzen Projekte und so weiter und so weiter. Wir freuen uns natürlich über Abos und Likes und alles Mögliche. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich Sie irgendwie möglichst bald hier bei uns begrüßen kann. Also ich kann Ihnen das jetzt hier nur noch mal sagen: Wirtschaft und Technik Fernsehen in einem durchgeschrieben bei YouTube und da finden Sie uns. Jetzt gucke ich gerade noch mal, haben wir noch was? Doch, es gibt noch etwas auf dem Chat. Bei der Übersicht der Studiengänge steht bei beiden Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor of Engineering. Ist das so richtig oder müsste nicht einer Bachelor of Science sein? Nee, das ist halt so, weil die so einsortiert sind sozusagen. Wir haben halt einmal eine Rubrik Technik und da ist er drin, weil er den Bachelor of Engineering hat, ja, hier unten. Und bei Wirtschaft ist er drin, ebenfalls mit dem Bachelor of Engineering, weil er ja auch die Wirtschaft drin hat. Ja. Wir haben aber die beiden hier, die anderen haben nicht bei Technik mit dazu gezählt, weil sie eben keinen Bachelor of Engineering haben. Das ist eine reine Darstellungssache hier in dieser Tabelle, damit sich keiner verläuft. Ich hoffe, das ist dann auch geklärt. Wenn noch was offen ist, gerne sagen. Ja, also ich kann noch ein bisschen dranbleiben. Also wenn noch Fragen sind, wir sind ja schon ein bisschen mit der Zeit drüber. Ich will aber nicht die gesamte Agenda hier des Studieninfotags hier durcheinander bringen. Wie gesagt, auch auf Wirtschaft und Technik kommt dann im Laufe des Tages noch die Aufzeichnung von heute. Wenn Sie da noch mal was nachschauen wollen, dann auch gerne dort. Mein Name ist Ben Marx. Sie können auch gerne auf mich oder auf unser Sekretariat zukommen. Wir routen das dann irgendwo hin, wenn Sie noch detaillierte Fragen zu Studiengängen haben. Die einfachste Möglichkeit wäre, wie gesagt, klicken Sie auf die Kachel, suchen Sie sich den Studiengangkoordinator oder die Studiengangkoordinatorin raus und schreiben Sie dort gerne eine E-Mail hin. Da kriegen Sie ganz bestimmt eine Antwort. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir keine weiteren Fragepunkte mehr hier auf dem Chat. Und dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt für heute fertig. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald bei uns begrüßen könnten. Tschüss!